ein Kleinod vor den Toren der Stadt. Das Kurhaus Bienitz ist ein beliebter Anlaufpunkt für Naherholungssuchende. Das Haus hat Tradition, so eindrucksvoll wie heute war es aber noch nie. Seit wenigen Jahren leitet Familie Zeise das Kurhaus. Erst seitdem erstrahlt es in neuem Glanz. Das Restaurant und der weitläufige Park sahen nicht immer so aus. Also hier war alles zugewachsen. Das ganze Gebäude, die Gaststätte, das Grundstück, selbst vorm Haus, das war alles zugewachsen. Wir mussten dann erst Fußweg pflastern und haben uns dann sukzessive durch unser Grundstück ein Stückchen Freisitz, ein paar Tische hin, dann einen Biergarten, da was gemacht, jetzt hier wieder eine Ecke, also so ein Stück für Stück bausteinmäßig sozusagen. Der neueste Baustein ist gerade fertig geworden. Die Besucher kommen gerne zu Fuß oder mit dem Auto, aber auch hoch zu Ross. Die neue Koppel ist eine Erleichterung für die Reiter. Sie haben schon früher gerne Rast am Kurhaus Bienitz gemacht, auch wenn es nicht ganz so einfach war. Einer musste zwei Pferde festhalten und der andere musste halt losgehen und für alles Trinken holen, der dann bestimmt nur nicht einmal laufen musste, weil halt mehrere mitgeritten sind. Und dann musste halt mit der einen Hand das Pferd gehalten werden, mit der anderen das Trinken. Und das war dann immer ein bisschen kompliziert. Die Koppel ist da wesentlich komfortabler und eine neue Attraktion, nicht nur für die Kleinen. Die Großen tun sich unterdessen im Biergarten gütlich oder genießen im Pavillon ein Ambiente zwischen Wald und englischem Rasen. Hier kann man es gut etwas länger aushalten, auch dazu besteht die Möglichkeit. Wir vermieten Ferienwohnungen im Haus. Die Gäste können hier Urlaub machen, die Gäste können übernachten, die können feiern und dann gleich halt eben in die Wohnung gehen und alles in einem Haus. Im Haus befindet sich zudem das Restaurant mit seinen unterschiedlichen Bereichen. Der rührige Familienbetrieb bietet hier nicht nur Platz für alle Anlässe, sondern auch wechselnde Ausstellungen und stets frisch zubereitete Speisen aus der Küche. Passend zum Landgasthof besteht eine große Nachfrage nach Schnitzeln, aber die Tochter des Hauses schätzt Abwechslung. Da haben wir es so variiert praktisch, mal mit Pilzen, mal mit Spiegelei, mit Blumenkohl, verschiedene Varianten, dass es nicht immer nur Schnitzel ist und Sülze und so Verschiedenes, was gerne die Leute essen. Gerne kommen die Gäste immer wieder, denn die Gastfreundschaft der Zeises hat sich herumgesprochen. Und die Natur drumherum macht es leicht abzuschalten und eine Auszeit zu genießen.